Oh Gott, das ist doch schon wieder gewonnen, oder nicht? Koboldfass und Skelettarmee machen mir ganz schön zu schaffen. Keine Frage. Alter, ist das ein hartes Battle. Der Magier überlebt auch zu lange. Da kommt gleich das nächste Koboldfass. Das ist gar nicht cool. Ich hätte ihn direkt am Anfang killen müssen. Ich hätte ihn mit dem Push bekommen müssen. Jetzt wird es zu schwer. Jetzt wird das Ganze, denke ich, zu schwer. Moin Leute, Trimax hier. Die neue Challenge ist da. Es ist 11.20 Uhr morgens. Wir wollen unbedingt wissen, was das beste Deck ist. Einige Leute aus meinem Clan haben schon die 12 Siege geschafft, teilweise auch 12-0. Das Ganze werden wir jetzt durchgehen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um in Zukunft nichts zu verpassen, wenn ihr wissen möchtet, was die besten Decks sind. So, den ersten Eintritt haben wir frei. Dreifach Elixier-Herausforderung. Absolut krank. Wir basteln uns ein Deck. Und dann können wir schon starten. Also dieses Deck hatte ich ja gestern schon mit Floppy gespielt. Es hat niemand geschafft, ihn zu besiegen. Kein Hawk Cycle, kein Executioner, keine Konterdecks, keine Luftdecks. Nichts konnte dieses Deck zerstören. Ich bin jetzt natürlich nicht Floppy. Das ist halt so ein kleiner Nachteil. Aber mal gucken, wie das Ganze funktionieren wird. Das war ganz schön geil. Den Geragten ziehen wir hier einfach ran. Preußen drüber, noch ein Giant Skeleton. War vielleicht ein Overextend. Scheiße, ich glaube, es war zu viel. Ich hatte hier die ganze Zeit die Hoffnung auf so eine. Naja, aber ist ja nochmal guter Damage. Guck mal, die Truppen sterben halt nicht. Das ist gut. So, hier brauchen wir. Sowas. Er selbst. Ja, okay, er bringt Schaden ran. Jetzt bringen wir das noch hinterher. Er failt den Elektromagier, das ist auch gut für uns. Wir predikten alles mit einem. Oh mein Gott. Ja, das ist einfach das Wichtigste in der Challenge. Wir sind aber ganz schön fertig gegen die Fledermäuse. Da fällt mir jetzt gar nichts zu ein. Die Fledermäuse nerven. Dann brauchen wir immer noch einen Poison Spell dazu. Jetzt bauen wir uns hier wieder einen Push auf. Das sieht besser aus. Kriegen wir noch einen Golem davor? Nee, der ist zu dick. Zu dick, der Golem. Wieder Tornado-Rakete. Ja, man sieht, dass das Deck mächtig ist, aber vielleicht müssen wir jetzt noch auf eine andere Kombination eher absehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal einen großen Push aufbauen. Ich packe die ganze Zeit die Einheiten nach vorne. Also das Deck, was wir hier spielen, ist so heftig. Floppy hat damit so rasiert. Ich glaube, ich stelle mich gerade noch ein bisschen dumm an. Jetzt haben wir hier mal so einen Leaden-Push. Sehr schön, die Fledermäuse sind da auch drin. Der nächste Packer, das ist jetzt guter Schaden. Der Golem ist am Turm. Okay, ich hätte wahrscheinlich öfter mit dem Golem spielen sollen. Das wird nochmal reingebracht. Und dann ist das. Ach du Scheiße, ich dachte, wir sind schon in der Verlängerung. Sind wir überhaupt nicht. Ich muss ja noch verteidigen. Yo, daran merkt man merkt's, ne? Es ist noch morgens. Es ist noch morgens. Ich dachte, ich habe gewonnen. Was war das denn? Ich habe überhaupt nicht gewonnen, nicht im Ansatz. Es geht ja immer noch. Wie lange geht denn das Game? Oh nein. Jetzt liegen wir sogar nochmal hinten. Das gibt's doch nicht. Defensive Inferno-Drache. Ist auch gut, scheiße. Sehr schnell läuft nochmal weg. Giant Skeleton, jetzt wird er unter Druck gesetzt. Preußen drüber, damit der Golem länger überlebt. Inferno-Drache gönnt sich auch ganz schön. Nächster Golem davor. Ich würde sagen, jetzt in der ich wollte gerade sagen, in der Doppel-Elixier-Phase dominiert unser Deck. Aber wir sind halt dauerhaft in der Triple-Elixier-Phase. So leicht kann man sich das hier nicht machen. Es ist mal wieder Zeit für die Tornado-Rakete-Kombi. Also egal, was er für ein Deck spielt, Leute, spielt Tornado-Rakete. Das ist einfach das Stärkste. Die stärkste Komp. Oh. Kommt da nochmal durch. Schafft jetzt der Packer an den Turm? Ja, sehr schön, das Ding ist gewonnen. Ja, ich habe mich jetzt sehr dumm angestellt. Ja, das soll es geben. aber das Ding ist gewonnen. Das Deck ist schon. Ja, es ist halt lächerlich gut. Ich sag mal ganz kurz, warum das so gut ist. Einmal ist die Kombination Tornado-Rakete
absolut broken. Das ist ein Muss bei dieser Challenge. Nichts anderes. So, Vorteil bei uns, wir sind nicht anfällig gegen Tornado-Rakete. Unsere Truppen überleben einfach. Packer Golem, bester Tank, bester Damage-Dealer, schon mal geil. Giant Skeleton Bombe, auch mit einem Tornado, kann sehr geil sein. Inferno-Drache gegen Tanks, hatte der Gegner jetzt nicht. Und Nachthexe, Golem-Kombination ist sowieso das Beste. Poison Spell gegen Kleinkram und Tornado-Rakete gegen was Großes. Es ist ein absolutes Allrounder-Deck. Das neue Noob-Deck, schreibt hier jemand. Ja, scheiße Spiel. Also richtig, richtig, richtig scheiße spielen und keine Ahnung von dem Deck haben, trotzdem gewinnen, weil die Kombinationen einfach zu stark sind. Na, die Rakete fliegt ganz schön langsam. Fuck. Und da kommt der sichere Poison. Da will er hier so einen auf Klonzauber machen und versucht hier coole Sachen, aber nichts da. Den können wir aufhalten. Die Hexe kriegt noch Schaden. Unser Packer überlebt gut. Giant Skeleton vor. Die machen schon mal alle schön Damage. Nee, das ist mir zu viel. Weg mit euch. Oh mein Gott, die Giant Skeleton Bombe, die ist ja unnormal geil. die hat mir jetzt echt den Arsch gerettet. Kein Scheiß. Hat selber eine Rakete. Ja, die Doppel-Hexen-Kombi finde ich so gar nicht so kacke. Bringen wir einen Poison Spell, damit wir dagegen mehr oder weniger immun sind. Das macht schon mal ein bisschen Sinn. Giant Skeleton dazu. Golem macht Schaden am Turm, das ist nice. Giant Skeleton davor, auch das kommt noch an, sehr schön. So, jetzt kommt die. Oh mein Gott! Tornado gegen Kleinkram und Rakete gegen das, was übrig bleibt. Packer und Nachthexe am Turm. Geil, Golem Tank. Ja, Gegner schreibt well played, weil er genau weiß. Das war's. Und die Rakete trifft nicht. Die Rakete trifft nicht. Jetzt können wir hier so viele Truppen hochstecken. Wie viele? Ja, die Doppelrakete, auch das bringt nichts. Golem und Giant Skeleton dagegen einfach immun. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Oh, da kommt ein Doppelpacker, sehr entspannt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Skelette dort meine Nachthexe gespawnt hat. Alter, Leute. Ja, nice. Hier fragt jemand, was kann man in dem Deck anstatt der Nachthexe nehmen? Elektromagier. Ansonsten Holzfäller oder Minipacker. Da geht der Single-Target-Damage auf jeden Fall klar. Vielleicht noch ein Prinzen. Kanonenkarre vielleicht? Also am besten wäre Single-Target-Damage und ja, eigentlich Elektromagier. Eigentlich tatsächlich Elektromagier. Nachthexe spawnt Skelette. Ja, ich habe mich versprochen. Super. Fledermäuse meine ich natürlich. Ist doch klar. Die Versprecher sind doch safe. 3000 Gold. Wie viel Gold kriegst du? Was? Was ist das denn? 50.000? 25.000? 12.000? 6.000 und 3.000? Und dann noch die Siegeskiste? Ja. Okay, da ist auf dem Free-to-Play-Account, das ist ja ein absolutes Muss. Oh Gott. Oh Gott. Das wusste ich jetzt nicht. Der Gegner ist ein bisschen AFK gewesen. Ah, okay, er spielt auch das gleiche Deck. Na, so ein Lightning bringt jetzt ja nicht so viel, ne? Und direkt mit dem nächsten Golem dazu. Komm, setz noch was ein, setz noch was ein, setz noch was ein. Kam nichts mehr, okay. War doch davor, aber die sind da auch schon wieder gut durch. Doppelpacker, Inferno-Drache gegen Golem. Der sieht da nicht so schick aus. Na gut, der Gegner hat auch zwei Packers. Oh mein Gott, wie viel Value bringt bitte schon der Inferno-Drache? Der lebt da einfach seit einer halben Stunde. Wir hauen direkt den nächsten Push rein. Wunderbar, Golem noch dazwischen gepackt. Jetzt hat er auch dort nichts mehr gegen. Giant Skeleton Bombe auch mal wieder OP, man kennt's. Inferno Dragon dazu. Perfekt, da ist der Packer. Der arme Gegner. Der arme Gegner, kann man da schon fast sagen. Und er kriegt die Inferno Dragons nicht bereinigt.
Golem überlebt. Kommt nochmal in den Turm. Das Game geht noch lange. Also er kann es definitiv noch irgendwie reißen. Aber es ist halt nicht einfach. Sein Musketier geht down von der Fledermaus. Perfekt. Hier bringen wir einen Giant Skeleton. Und eine Nachthexe. Der Push auf der rechten Seite ist richtig nice. Giant Skeleton stirbt. Nachthexe behält alles drin. Lightning kommt. Gucken wir nochmal mit Tornado. Rakete. Musketier ist sowieso down gewesen. Okay. Packer. Nachthexe am Turm. Rakete. Das Ding ist durch. Der Gegner hat noch nicht mal Schaden gemacht. Der Gegner hat noch nicht mal nennenswerten Schaden gemacht, auch wenn er ähnliche Karten dabei hatte. Lol. Geil. Alter, das ist ja mega stark. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Aber gut. Das hat echt Floppy gestern live im Stream das Deck gemacht. Das ist ja voll heftig. Oh Gott, nice, da wird auch noch mitgetroffen. Besser geht's ja nicht. Okay, er spielt einen Inferno-Turm. Oh, der hat aber schlechtes Kartenlevel. Also der Turm fällt definitiv. Ich will noch einen Giant Skeleton bringen. Hoffentlich trifft er nicht meinen Inferno-Drachen. Okay, hat er mit dem Feuerball sich gesneakt. Giant Skeleton ist dabei. Inferno-Drache, falls da was Dickes kommt. Und da ist was Dickes, was mega Dickes. Ein Packer, der fällt einfach um. Der nächste Packer gesetzt. Ja, ich finde das Deck ein bisschen gruselig. Ist gruselig das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Es ist absurd. Alter Floppy, du bist ein Genie. Der hat das gestern live in den Freundschaftsspielen entwickelt, das Deck. Der hat sich überlegt, was könnte gut sein. Und er hat alles gegen uns gewonnen im Clan. Und jetzt probiere ich das Deck und das ist halt Schwachsinn. Einfach die teuersten Karten. Nächstes Battle. Kein Golem auf der Starterhand. Dann müssen wir uns mit einem Giant Skeleton helfen. Die Karre. Der spielt die Karre. Lol, was ist das für ein Poison? Okay, jetzt. Was? Er setzt. Okay, dann hat sich das noch gelohnt. Eine war der Poison ekelhaft schlecht, aber er setzt halt perfekt die Nachthexe rein. Ist natürlich gut für uns. Die Karren vom Gegner machen Damage. So viel sei gesagt. Und ein Golem davor, die nächste Nachthexe. Sein Golem ist da natürlich nicht das Beste. Noch ein Packer. Sicher ein Poison-Spell. Inferno-Drache in der Luft gönnt sich auch noch die Karre wahrscheinlich gleich. Ja, wir setzen einfach nur Truppen nach vorne. Das ist ja noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, was das Geheimnis dabei bei der Sache sein soll. Ich kann jetzt machen. Ich setze nur Truppen. Nichts anderes, Leute. Ja gut, was soll ich sonst setzen? Ja, Zauber. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich setze sie einfach blind ein. Oh! Scheiße, ich hab mich echt verklickt. Ich hätte es nicht sagen dürfen, dass ich nur Blindtruppen einsetze. Das war jetzt richtig schlecht. Ich habe ihn gar nicht berührt, den Bildschirm. Ich bin da nur so halb aus, so ganz minimal rübergestrichen. Ah, scheiße, okay. Jetzt kommt doch mal ran hier, die Prinzessin. Du nervst doch da hinten. Ja, kommt mal beide ran. Ah, der ist auch weg. Was lebt denn sein Golem da noch die ganze Zeit?
Eine Rakete rüber und dann soll. Ah, ob's dann. Ja, doch, das ist es. Auch das Ding ist gewonnen. Ja, man kann sich verklicken. Man kann drei Elixier wasten. Es wird einem verziehen. Das geht auf jeden Fall klar. Alter, das ist ja eine Golddruckmaschine, die Challenge. War der erste Eintritt frei oder habe ich dafür bezahlt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Dieses Battle. Der erste Eintritt ist frei. Okay, sehr schön. Das ist gut zu wissen. Oh Gott, das ist doch schon wieder gewonnen, oder nicht? Oder lege ich mich da jetzt zu früh fest? Alter, wenn der Golem noch vor den Packer kommt, dann ist halt geil. Ja, ist halt geil. Jetzt hier noch einen Giant Skeleton vorkriegen. Ah ne, das geht ja gar nicht. Wie soll das denn gehen? Das war ein bisschen blöd, ne? So, komm, dann machen wir hier nochmal alles zusammen. Vereinigt euch. Alter, Scheiße! Nein! Die Baby Drinks waren wieder rausgeflogen. Das ist ja. Die haben ja auch keine Manieren, ne? Mal wieder ein Golem vor. Ja, der Packer wäre da wahrscheinlich besser gewesen, so ein Giant Skeleton. Wir kriegen es auf jeden Fall so hin. Wir können ja komplett an die Brücke drängen. Wir kann ja gar nicht groß in einen Elixier-Vorsprung kommen. Komm, da haben wir jetzt die Giant Skeleton-Bombe. Die gönnt sich, glaube ich, alle Truppen. Ja. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Und sein Turm ist schon wieder in Reichweite für eine Rakete. Direkt. Okay, er hat einen Sepp. Kein Problem. Ein Sepp. Hilft ihn hier auch nicht zum Sieg. Nachttexte dazu. Er macht ein bisschen Schaden am Turm. Aber hier überlebt halt einfach alles. Die kriegen auch nochmal schön was ab. Ein Giant Skeleton. Vielleicht kann der Packer überleben. Ja, er nicht. Ach so, der Packer gönnt sich schon. Ach so! Okay, ich will mich da gar nicht einmischen. Wenn der Packer sich den Turm holt, dann kann er das ruhig machen. Gar kein Problem. Geil. Nächstes Battle, 6-0. Er geht aggressiv rein. Okay, die Skeleton Army ist ja mächtig gegen uns. Das zeige ich einfach wieder zur nächsten Horde. Scheiße, das sieht gar nicht so gut aus, ne? Müssen wir mal ehrlich sein. Müssen wir einen Golem nach hinten bringen. Müssen wir einen richtigen Push aufbauen. Oh nein, genau reingetimt, ne? Oder greift ihr den Turm an? Komm schon, sneakt euch da irgendwie zwischen. Ne, nichts durch. Nichts, überhaupt nichts gesneakt. Das sieht gar nicht so gut aus. Das sieht tatsächlich gar nicht so gut aus. Ja, jetzt ist mal der Inferno-Drache am Turm.
Wenn der mal Bock hat, holt er sich den Turm auch. Oh mein Gott. Wir kommen nicht durch und dann kriegen wir mit sowas einen Turm. Das sieht auch gut aus. Viel zu teuer, aber wir müssen es machen, sonst kriegen die zu viele Ticks raus mit zwei Türmen. Auch das ist gar nicht so geil. Oh nein. Den Turm hat er leider. Okay, die Rakete lohnt sich. Minionhorde und Banditen haben wir da erwischt. Das ist gut. Das war ein bisschen close, oder? War das nicht ein bisschen zu knapp? Koboldfass und Skelettarmee machen mir ganz schön zu schaffen. Keine Frage. Alter, ist das ein hartes Battle. Der Magier überlebt auch zu lange. Da kommt gleich das nächste Koboldfass. Das ist gar nicht cool. Ne, jetzt spammt er mich hier einfach zu. Der Magier hat die ganze Zeit den Turm angegriffen. Das ist ja auch scheiße. Mal mit euch weg. Schöne Nachthexe. Ja, jetzt überlebt hier was bei uns. Jetzt gehe ich erstmal auf Defense, da kommt schon gleich ein Koboldfass. Alter, das habe ich noch gewonnen. Er hat eine Minionhorde, ein Koboldfass und eine Skelettarmee. Was für ein Game! Alter! Hier schreibt jemand, ja, da wusste ich noch nicht, wie das Game ausgeht. Max22 lernt zu verlieren. So schnell nicht. So schnell nicht. Ja, heftiges Game, das macht doch Spaß, ey. Triple Elixir. Viel zu spät gesetzt, bisschen dumm. Die Combo könnte uns zu schaffen machen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Das hat wehgetan. Obwohl, nee, überlebt sogar bei uns. Geil. Das könnte die Tornado-Raketen-Kombo sein, die mir das Spiel gewinnt, wenn er noch was setzt. Aber auch so war das...
auf jeden Fall nice. Alter, zieht das Giant Skeleton beide auf sich? Alter, das Giant Skeleton! Das war ja ein bisschen cool. Mega Push links. Lightning kommt, okay. Der Turm wird fallen. Und der Packer wahrscheinlich dann noch gleich mit. Ne, okay, er hat einen Sepp. Da hatte er keinen schlechten Sepp. Sieht so ein bisschen blöd am Dark Prince mit seinem Schild. Der macht uns das gar nicht so leicht. Oh Gott. Ja, er kriegt wahrscheinlich meinen Turm, aber vielleicht ich dann auch sein wieder. Ah, die Giant Skeleton Bomb macht Schaden. Er geht jetzt auf den 3 Crown. Also, nee, auf dem 2 meine ich. Poison drüber. Treffen wir einiges. Also, er kriegt unseren Turm. Der Infernodrache kriegt es nicht schnell genug hin. Aber der Packer ist ja am Turm und das ist auch gewonnen. Heftig. Alter, die Games! Das macht ja richtig Bock. Well played, sagt er. Ja, auch. Auch well played. Sehr schön. Schöne Runde. Wie viel Gold das gibt. Alleine pro Sieg kriegt man ja wieder 850. Und jetzt sogar wieder nochmal 12.000 schon wieder. Oh nein. Eine Hütte. Und da, wo die herkommt, gibt es bestimmt noch mehr. Der spielt einen fucking Spawner. Der spielt halt echt einen Spawner. Ich hätte ihn direkt am Anfang killen müssen. Ich hätte ihn mit dem Push bekommen müssen. Jetzt wird es zu schwer. Jetzt wird das Ganze, denke ich, zu schwer. Ja, die Kobolde machen zu viel Schaden. Die kriegen meinen Turm gleich einfach. Mal wieder ein Poison. Vielleicht können wir es ja verteidigen und dann später mit Zaubern finishen. Ich meine, wir haben Giant Skeleton, Tornado und Poison Spell. Das ist alles schon mal... Sag mal, darauf kann man aufbauen. Das ist auch eine gute Rakete. Ja, ja, okay, okay. Scheiße, Giant Skeleton zu weit nach vorne. Ach, der ist ja noch den! Den habe ich leider vergessen, scheiße. Das ist ja ein bisschen uncool. Geht der down? Nee, ne? Wie hässlich. Wir müssen ihn irgendwie in den Griff bekommen. Wir haben erstmal eine Rakete noch hier drauf und die nächste Rakete dann auf den Turm. Das macht das Giant Skeleton gut. Sehr gut sogar.
Boah, habe ich keinen Bock, gegen jetzt einen Spawner zu spielen. Das ist natürlich wieder ein guter Poison. Das ziehen wir zurück. Der Inferno-Drache überlebt das Ganze. Oh, ganz schwacher Holzfäller vom Gegner. Nice. Nachthexe am Turm. Feuerball schmerzt. Oh mein Gott, die Fledermäuse. Die Fledermäuse. Die Fledermäuse. Ja. Oh. Die Fledermäuse. Was für eine Genugtuung. Die Fledermäuse. Kann mir bitte jemand erklären, wie geil ich diese Fledermäuse fand? Also, hätte ich selber nicht mitgerechnet. Hätte ich absolut nicht mitgerechnet, dass ich das gewinne. Aber freut mich dann natürlich umso mehr. Kann ich den irgendwie... Na okay, ich hätte den eine Rakete draufwerfen können, wenn ich eine hätte. Hatte ich aber nicht. Bringe ich da jetzt noch... Kriegst du das gebacken, Inferno-Drache? Kriegst du den... Ja, guck mal. Das Game habe ich bis jetzt nicht so gut gestartet. Aber ein Poison drüber, der Packer wird es wahrscheinlich überleben. Packer am Turm. Die Rakete lohnt sich. Komm, Mini-Packer, komm mal ran hier. Ja, sehr schön, Mini-Packer. Immer schön in die Rakete rennen. Ja, das Holz bringt. Oh, ist mir der Turm fällt. Das ist ein recht frühes 1 zu 0. Tornado gesetzt. Schweinereiter, kannst du an den King Tower gehen? Gott, das war irgendein ganz merkwürdiger Buddy-Block. Der hat aber keine Ahnung, warum der funktioniert hat. Er hat es auf jeden Fall. Nachtexte gespielt. Vielen Dank, Spende kam rein. Der lohnt sich doch auch, die Rakete. Fledermäuse haben auch noch kurz überlebt. Ja, jetzt hat er da erstmal nichts gegen. Packer noch dazu für Damage, sonst haben wir nicht genug. Oh Gott, der Schweinereiter war schon im Arsch, hätte ich gar nicht einsetzen brauchen. Kriegen wir den down, Packer ist dran. Nachthexe noch ein Hit. Nice. Noch ein Golem dazu. Nee, so ein Feuerball. Man kommt da nicht weit. Jetzt ziehen wir wieder in den King Tower. Der kriegt nur einen Hit raus, mehr nicht. Ja, der Golem ist links dran. Der Golem kriegt... Der sichert sich jetzt hier. Den Turm. Bringt das Ganze zumindest in Raketenreichweite. Oder auch in Poison-Reichweite. Ach, das Ding ist down. Was laber ich denn? Ja, so ein Lightning kann man schon mal setzen. Nehmen wir einen Packer dazu. Nee, das ist halt geil. Wir spielen so schwere Einheiten, die sind immun. Die sind resistent gegen diese Feuerbälle und sowas. Klar, die machen zwar Schaden, aber die killen die nicht im Ansatz. Jetzt beenden wir das Ganze episch. Vielleicht kommt da noch was, vielleicht nicht. Aber das ist ein sicherer Three Crown. Fantastisch. Trotz Inferno-Turm. Gegner schreibt wow. Ja, ich würde selber wow schreiben. Ah, nice. 1300 Gold wieder. Einfach nur zur Siegeskiste. Plus, wie viel kriegen wir hier? 24.000 Gold. Jo, nehmen wir auch mit. Das ist absurd. Die Challenge ist geil. Die macht Spaß. Die Preise sind geil. Die Decks sind geil. Spielspaß. Hatte ich schon gesagt, ne? Egal, ist geil. Ob die rechtzeitig ankommt? Alter, bin ich scheiße. Bin ich scheiße mit der Rakete. Lächerlich, oder Leute? Ist das lächerlich?
Ich finde, es ist lächerlich. Ich hätte einfach alles töten können und es hat alles überlebt. Aber das wird sich jetzt wieder lohnen, weil mein Giant Skeleton stirbt. Jetzt ziehe ich alles ran. Komm, 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 Henker, Executioner. Oh, was für ein Problem. Die verhalten sich nicht so, wie ich es möchte. Alter, die Rakete, what the fuck. Ich dachte, ich wollte die Nachthexe und den Baby Dragon treffen und habe dann letztendlich gar nichts getroffen. So, die müsste doch jetzt beide Truppen treffen, oder? Executioner und Nachthexe und den Baby Dragon. Leck mich doch. Jo, alles wieder gut gemacht. Erstmal eine Rakete failen, um dann eine richtig gute zu platzieren. So, du kommst mal ran hier, Executioner. Schön noch ein Poison drüber. Ja, man muss den Gegner halt erstmal reinbaiten, ja. Erstmal die schlechteste Rakete spielen, die er je gesehen hat. Dann denkt er, ah, easy win. Ist sich zu sicher und zack, da schlägt man dann zu. Und sneakt sich den Turm. Oh, der Packer. Wie viel Schaden er noch an seinem Golem gemacht hat. Nice. Nachthexe bitte nicht überholen. Okay, Nachthexe überholt. Muss er noch einen Packer hier bringen. Tornado-Rakete. Man kennt den Klassiker. Packer überlebt. Mega nice. Nachthexe killt ihn dort noch weg. Golem am Turm, Poison Spell drüber und das ist ja dann auch schon gewonnen, oder? Oder? Ja, Rakete und dann ist das Ding geritzt. Ja, nice! Schön! Trotzdem gewonnen. Ich mache die ganze Zeit Fehler. Ja? Das ist ein gutes Deck. Also für die Noobs da draußen, die in dem Game noch nicht so sicher sind oder gerade erst angefangen haben, frisch Level 8 oder Level 9 sind und einfach die Challenge spielen wollen, der erste Eintritt ist frei, spielt dieses Deck. Man kann, jeder Fehler wird einen verziehen, es ist, keine Ahnung. Ist es dann ein Noob-Deck? Ja klar. Wenn man Fehler macht und trotzdem gewinnt, das ist ja die Definition von einem Noob-Deck, ne? Wenn man schlecht spielt und gewinnt. So, der Elektromagier ist down, das ist gut. Oh mein Gott. Guten Tag, Royal Giant. Auf dich haben wir schon gewartet. Das nennt man auch das Packer-Begrüßungskomitee. Das ist auf jeden Fall stark. Ah, okay, aber hat er ganz schön viel von ihm überlebt. Packer läuft noch in die Bombe, genauso wie der Henker. Nee, leider nicht. Der Henker leider nicht. Packer gegen Packer auf der Seite. Ich denke, wir sollten den Turm dort bekommen. Jetzt müssen wir nur irgendwie gucken, wie wir den Royal Giant abgewehrt bekommen. Poison drüber. Ja, Nachthex und Giant Skeleton machen da einen guten Job. Lol, ganz schwacher Tornado vom Gegner. Aber wir kommen nicht durch, oder? Noch ein Executioner. Oh, wir bekommen bedingt durch. Lol, Giant Skeleton am Turm. Er lässt einfach einen Giant Skeleton durchlaufen. Ja, okay, das ist ein guter Tornado. Inferno-Drache am Turm, aber Elektromagier lebt leider noch. Das ist natürlich bitter. Den ziehen wir zurück. Hier wollen wir es gar nicht erst drauf ankommen lassen. Dich wollen wir hier schön vorher schon beseitigen, bevor du stark wirst. Dann will ich irgendwie noch. Er zappt. Das Giant Skeleton ist einfach so geil in der Defense.
Hey, der spielt ja gut. Aber lange geht das Spiel nicht mehr. Komm schon, Royal Giant, stirb! Kleiner, ja, die Rakete trifft nichts. Das Spiel ist trotzdem gewonnen. Der letzte Gegner fand ich nochmal nicht schlecht. Ja, den fand ich solide. Keine Frage, der war mit dem Royal Giant auf der anderen Seite. Die Konterpush fand ich gut. Unsere Zauber waren besser und das Ding ist durch. Ja, geil. 12-mal scheiße gespielt, 12-mal gewonnen. 48.000 Gold noch als Belohnung. Und jetzt noch die Siegeskiste. Also an der Stelle, riesen Shoutout an Flobby. Ich weiß nicht, wie man das so predikten kann. Es ist unfassbar. Für die Leute, die es nicht wissen, Flobby hat gestern, wir haben gestern ein paar Trainingsmatches gemacht, ja? Einfach nur ein bisschen gezockt. Und er dachte sich, ja, ich bastel hier mal so ein Deck zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass das Deck ganz gut ist. Dann hat er gezockt gegen mich. Ich habe nicht einmal gegen das Deck gewonnen. Dann hat er gegen andere Leute gespielt aus unserem Clan, die ultra heftig sind. Und auch gegen die hat er immer gewonnen. Es ist unglaublich. Hier mal den Twitter-Link von Flobby. Lächerlich geil. Schaut vorbei, sagt danke. Er haut auch immer die neuesten Decks rein, die auf jeden Fall für euch interessant sein könnten. Null. Die Kiste öffnen wir jetzt. Crown Chest haben wir auch am Start. Die gönnen wir uns. Deck zeigen. Kann ich das Deck noch zeigen? Das ist das Deck. Es ist einfach... Ich kann es aber ganz kurz sagen, was der Gedanke dahinter ist. Golem, klar. Ultra Tank. Packer, bester Schaden. Also Golem, bester Tank, bester Schaden. Giant Skeleton Bombe mit Tornado, OP. Inferno Drache stark gegen Tanks. Nachthexe sowieso OP in Kombination mit Golem. Auch durch die Fledermäuse. Absolut geil. Poison Spell gegen Kleinkram und Tornado Rakete ist Pflicht. Pflicht. Egal welches Deck ihr spielt, spielt Tornado Rakete. So ist das Deck entstanden. Ultra OP 12-0. Nicht nur ich habe 12-0. Ich glaube, auch jemand aus meinem Clan hat 12-0 geschafft. Hat hier nicht jemand 12-0 geschrieben? Get Wrecked schreibt 12-0. Ja, gleiches Deck. Er hat 12-0, ich habe 12-0. Muss man nichts weiter dazu sagen. So, wir öffnen die Kiste. Auch das gibt ja schon wieder 11.000 Gold. Wie viel hat das jetzt insgesamt gebracht? Alle Belohnungen, alle Einmalbelohnungen, alle Meilensteine plus die 11.000. Das ist ja absurd. Mal gucken, was wir hier aus der Kiste bekommen. Keine Legendary, dafür noch 5-mal die Kanonenkarre. Mega nice.